Um die Antwort auf meine Frage, wie die Leute leben, die unsere Kleidung herstellen, zu bekommen, reise ich in die sogenannte Nähstube der Welt nach Bangladesch. Hier produzieren rund 4 Millionen Menschen Kleidung, auch für den Export. Nur in China werden jährlich noch mehr Textilien gefertigt. Viele auch in Deutschland vertretene Modeketten lassen hier ihre Kollektionen nähen. Im morgendlichen Straßenverkehr der Hauptstadt Dhaka finden wir uns plötzlich in einem Meer an Arbeitern wieder, die in die Fabriken strömen. Mode hat ja immer so was Feines, Schönes. Man denkt an die Fashion Week. Aber die modische Realität ist das hier. Und für mich jetzt in diesem Moment, es ist das erste Mal, dass ich in Kontakt mit diesen Menschen komme, dass ich die Gesichter zu den Händen sehe, die unsere Mode herstellen. Hunderttausende, wenn nicht Millionen, die dafür sorgen, dass wir relativ günstig bzw. sehr günstig Kleidung kaufen können. Der Satz Kleider machen Leute bekommt hier für mich eine neue, weil treffendere Bedeutung. Um im Chaos Dhakas einen Verbündeten zu haben, verabrede ich mich mit Pinaki Roy. Er ist Chefreporter beim Daily Star, einer der größten englischsprachigen Tageszeitungen Bangladeschs. Er führt mich an den Ort, wo früher eine Textilfabrik stand. Die Verantwortlichen hatten die Arbeiter trotz offensichtlicher Risse im Gebäude gezwungen, weiterzuarbeiten, bis die Fabrik einstürzte. Das ist das Mahnmal für die verstorbenen Arbeiter. Hier starben mehr als 1.100 Arbeiter. Über 1.100 Menschen starben, als im April 2013 das achtstöckige Fabrikgebäude Rana Plaza wegen Baumängeln einstürzte. Die Tragödie machte offensichtlich, unser Wunsch nach billiger Kleidung und die Profitgier bei vielen Herstellern führten dazu, dass Arbeiter zu Hungerlöhnen in maroden Gebäuden schuften. Das ist jetzt 6 Jahre her. Mich interessiert, ob sich seitdem etwas verändert hat. Ein Urteil gegen den Fabrikbesitzer steht allerdings noch immer aus. Um zu verstehen, welche Konsequenzen die Katastrophe bis heute für die Menschen hier hat, treffe ich mich mit Emdad. Er arbeitete als Packer im Rana Plaza und hat den Einsturz überlebt. Was geschah an diesem Tag im Rana Plaza? Wir waren in der Nähe der Frauentoilette, neben einem Stapel von Stoffen. Das Dach brach zusammen, wurde aber von den Stoffen gehalten. In dieser Lücke waren wir eingesperrt. Ich habe fast 20 Stimmen unserer Kollegen erkannt und von diesen 20 haben 7 überlebt. Alle anderen sind dort gestorben. Im Gespräch erzählt mir Emdad, dass er nach jahrelangem Kampf insgesamt 1.500 Euro Entschädigung von Primark bekommen hat. Dem Unternehmen, für das er damals Kleidung produzierte. Das entspricht etwa einem Jahresgehalt in Bangladesch. Ist das genug? Die Leute denken, dass ich sehr gut überlebt habe, aber das stimmt nicht. Im Inneren habe ich Angst und bin nicht mehr in der Lage zu arbeiten. Das ist also das Geld, das wir haben. Es ist nichts für uns. Ich habe keine gute Beziehung mehr zu meiner Familie, da ich mich nicht um sie kümmern kann. Es wäre also besser, wenn ich an diesem Tag gestorben wäre. Emdad leidet bis heute unter Traumata und ist nicht in der Lage, wieder zu arbeiten und seine vierköpfige Familie zu unterstützen. Immerhin, er berichtet von Veränderungen in der Textilbranche. Mittlerweile sollen die Löhne etwas gestiegen sein und für erfahrene Arbeiter bei knapp 200 Euro liegen. Dadurch steigt auch der Druck, mehr Kleidung in derselben Zeit anfertigen zu müssen. Um sich selbst ein Bild von der Situation der Arbeiter zu machen, besucht Thilo eine Textilfabrik, die, genau wie damals Rana Plaza, für den Export produziert. Die Baumwolle der angelieferten Stoffbahnen stammt meist aus Indien, China oder Usbekistan. 8.000 Menschen fertigen hier rund um die Uhr 1,4 Millionen Kleidungsstücke pro Monat. Inklusive aller Arbeitsschritte legt eine Jeans aus Bangladesch oft bis zu 50.000 Kilometer um den Globus zurück, bevor wir sie bei uns im Laden kaufen können. Es ist tatsächlich was sehr Besonderes, in die Fabriken reinzukommen, in denen Mango, H&M, S. Oliver und alle deutschen Marken, die wir kennen, ihre Jeans herstellen, dass wir da rein dürfen. Das haben wir ihr zu verdanken, dass wir hier rein dürfen. Den Zugang zur Fabrik verschafft Thilo und seinem Team die international bekannte Gewerkschafterin Nasma Akter.
Als 11-jähriges Kind schuftete sie in langen 70-Stunden-Wochen in der Textilindustrie und kämpft, seitdem sie 16 ist, Seite an Seite mit den Textilarbeitern für sichere Arbeitsplätze, faire Löhne und Arbeitszeiten. Wenn Sie sich umschauen und all die Arbeiter sehen und die Bedingungen dieser Fabrik, sind Sie dann stolz? Ja, wir sind stolz. Warum nicht? Weil verglichen mit vor 10 Jahren, da war es nicht so wie jetzt. Wie viel Prozent der Fabriken in Bangladesch sehen so aus? 40%. 40%. Tatsächlich haben wir 4000 Bekleidungsfabriken, die nur für den Export produzieren. Jeans. Bangladesch exportiert Kleidung im Wert von 30 Milliarden Dollar jährlich. Eine dort hergestellte Jeans kostet hierzulande im günstigen Preissegment rund 20 Euro. Davon sollen Berechnungen zufolge weniger als 80 Cent für den Lohn der Arbeiter verwendet werden. Wie viel ist dein Outfit wert? Was verdienen Sie zum Beispiel? 900 Euro. Würdest du das kaufen, was du hier nähst? Nein, ich aber schon. Sie sagt, sie würde gerne sehr viele Klamotten kaufen, aber sie kann es sich nicht leisten. Wie viele Kleidungsstücke hast du zu Hause? Viel spannender ist gerade, dass sie die Aufpasser gerade verscheucht hat. Sie hat 4 bis 5 Kleider. Okay, 4 to 5. Wie viele haben Sie? Way more. Viel mehr. Ich habe bestimmt 10 Jeans und 20 Sweatshirts plus unzählige T-Shirts. Zu viel. Too much. Es ist eben, hier in dieser Situation, an diesem kleinen Bild, kann man die Ungerechtigkeit der Welt eigentlich sehen. Sie produziert die Kleidung, von der ich unglaublich viel besitze. Also wie oft habe ich mir schon bei H&M Schlüpfer und T-Shirts gekauft, einfach nur, weil ich sie brauche. Aber sie würde das gerne sich kaufen, kann sie es nicht leisten, aber stellt es für mich her und ich finde es super billig. Können Sie sie fragen, ob wir sie später zu Hause besuchen dürfen? Ja, kann ich machen. Okay, das ist kein Problem. Thank you very much. Hier wird fast alles per Hand gemacht. Einzelne Waschungen werden individuell mit Schleifsteinen, Hämmern und chemischen Lösungen auf die ansonsten fertigen Hosen aufgetragen. Noch bevor die Jeans einmal getragen wurde, kann ja so ein künstlicher Used Look verpasst werden. Es sieht nett aus, aber das ist es nicht für Sie. No, it's not nice. Zu schlecht bezahlt. Was wäre eine angemessene Bezahlung? Was wäre ein Lohn, von dem man leben könnte und der es wert wäre, hier zu arbeiten? Dann würden die Fabriken hier nicht weiter produzieren. Was wäre das für eine Bezahlung? Mindestens 200 Euro. Der doppelte Lohn für Arbeiter wie Taslima wäre für Nasma ein Anfang. Doch sie befürchtet, wenn die Kosten steigen, wandern die Hersteller in Länder mit noch billigeren Arbeitskräften ab. Es ist eine nie endende Arbeit. Man arbeitet und arbeitet und man hat einen Job, aber es reicht nicht zum Überleben. Ja, aber das ist nicht nur in Bangladesch ein Problem, sondern weltweit. Sogar jetzt ziehen die Kunden nach Äthiopien oder in andere Länder, wo die Löhne noch niedriger sind. Sie wollten weg aus Bangladesch. Diese Branche ist sehr unfair. Wenn die Leute wie Maschinen nur noch für die Arbeit leben, wenn die Leute wie Maschinen nur noch für die Arbeit leben, wenn die Leute wie Maschinen. Arbeitsrechtler fordern, dass die Löhne in der Textilbranche existenzsichernd sein müssen. 85 Euro pro Monat bekommen Einsteiger in Bangladesch. Aktivisten fordern das Fünffache für ein würdevolles Leben.
Dafür müssten Modefirmen ihre Einkaufspreise erhöhen. Womöglich bedeutet das auch für uns höhere Preise. Aber wer weniger kauft und sich dafür faire Kleidung leistet, kann dafür sorgen, dass am Ende alle profitieren. Wie aber sieht das Leben von Taslima aus? Die Näherin wohnt mit ihrem Mann in einem Slum. Ihr Zimmer ist gerade mal so groß, dass ein Bett, ein kleiner Schrank und ein Fernseher hineinpassen. Wie viele andere haben sie ihren Heimatort verlassen, um in Dhaka Arbeit zu finden. Wie würdest du deine Lebensumstände beschreiben? Wie sieht der typische Tag aus? Was machst du nach der Arbeit? Wenn wir nach Hause kommen, haben wir nicht viel Zeit. Normalerweise kochen wir, machen ein bisschen sauber und dann ist der Tag auch schon wieder vorbei. Freitags ist unser freier Tag. Da sind wir aber auch zu Hause. Ins Kino gehen wir nicht, aber wir gucken Fernsehen. Könnt ihr von eurem Lohn, den ihr bekommt, Geld für die Zukunft zurücklegen? Das meiste von dem Geld, was wir verdienen, müssen wir direkt wieder ausgeben. Es bleibt nicht viel. Wir mögen es hier auch nicht besonders. Wir mussten alles in unserem Dorf zurücklassen. Wir haben auch eine Tochter. Sie ist 5 Jahre alt. Sie weint viel, wenn wir sie zurücklassen müssen und hier wieder herkommen. Wir vermissen unsere Familien, unsere Freunde, unsere Eltern. Aber wir können nicht zurück. Wir müssen hier bleiben, um zu arbeiten. Es berührt mich, wie offen die beiden mit mir sprechen. Sie verdeutlichen mir die Ungerechtigkeit, in der sie leben müssen, eindringlich. Klar, man kann sagen, dass man in diese Werkstatt geguckt hat, voll die guten Bedingungen, sieht doch super aus. Aber darum geht's nicht. Das Geld, das die beiden verdienen, reicht noch nicht mal dafür, dass sie mit ihrer Tochter zusammenleben können. Sie lebt bei den Großeltern. Auch andere Kinder in Bangladesch müssen ohne ihre Eltern aufwachsen, weil diese oft weit entfernt arbeiten müssen. Natürlich ist es gut, dass die Menschen hier überhaupt Arbeit haben. Aber wie hoch ist der Preis, den sie für unseren Konsum und die Jagd nach dem günstigen Angebot zahlen? Ohne Druck wird die Industrie wahrscheinlich nie auf ihre Gewinne verzichten und die Situation verbessern. Hier müssen wir alle umdenken und auch mit unserem Kaufverhalten Änderungen erzwingen. Was Druck bewirken kann, zeigt sich beim Thema Arbeitssicherheit. Seit dem Rana Plaza-Unglück mit über 1.100 Toten gibt es das Abkommen der Accord. Es wurde kurz nach dem Einsturz von internationalen Modelabels unterzeichnet. Seine Aufgabe ist es, die Sicherheitslage in den Fabriken zu überprüfen und zu verbessern. Der Accord-Geschäftsführer Rob Wace ist stolz auf das, was sein Team aus Ingenieuren und Inspekteuren in den vergangenen 6 Jahren erreicht hat. Der Accord wird von vielen großen Marken unterstützt, oder? Ich glaube, es sind 204 unterzeichnende Marken aus aller Welt. Gibt es finanzielle Unterstützung? Ja, ungefähr 10 Millionen im Jahr. Würden Sie sagen, dass dieses Abkommen wegen eines Schuldgefühls ins Leben gerufen wurde? Menschen aus der Industrie, Arbeiter, Hersteller und Märkte haben verstanden, dass etwas Drastisches getan werden musste. Und diese drastische Maßnahme war Accord und die Inspektion der Gebäude nach wissenschaftlichen Baustandards. Bisher haben die unabhängigen Ingenieure des Abkommens über 1600 Fabriken auf Sicherheitsmängel untersucht und die Arbeiter in Sicherheitsfragen geschult. Die Kontrollen sind meist unangekündigt und in fast allen Fällen werden technische Mängel gefunden, die umgehend behoben werden müssen. Wie ist das Verhältnis mit den Fabrikbesitzern? Sie sind bestimmt nicht die beliebteste Person in so einer Fabrik. Die Fabriken, die von Accord kontrolliert werden, wissen, was Accord macht. Sie kennen die Geschäftsbedingungen hinsichtlich der Sicherheit in den Fabriken und der Marken, mit denen sie arbeiten. Ich denke, sie sehen uns als ein Teil des Geschäfts. Könnten Sie die Modemarken dazu bringen, mehr pro Kleidungsstück zu zahlen? Das ist nicht die Aufgabe von Accord. Das ist ein Thema. Das ist sehr schwer für mich zu verstehen. Ich weiß. Das ist ein Thema, das die Industrie betrifft und woran viele der weltweiten Marken zusammen mit internationalen Gewerkschaften und anderen Arbeitsorganisationen arbeiten. Es ist nicht Teil des Aufgabenbereichs von Accord. Wir kontrollieren den Brandschutz und die Elektrik und haben zuletzt Boiler eingeführt. Was ich erstaunlich finde, ist, dass sich das Abkommen darauf beschränkt, dass die Menschen keinen körperlichen Schaden bei der Arbeit nehmen.
als sollte das nicht selbstverständlich sein. Um bessere Löhne der Textilarbeiter geht es dabei gar nicht. Und andere Industriezweige, wie etwa die boomende Lederproduktion, sollen noch schlechter gestellt sein. Bangladeschs Gerbereien produzieren aus unbehandelten Tierhäuten Leder auch für den Export. Wir erreichen jetzt die Gerbereien von Dakar, die im Übrigen vor kurzem erst vom Inneren der Stadt an den Rand der Stadt gelegt wurden, weil sie so sehr die Umwelt verschmutzen. Und laut unserer Recherchen kommt auch viel Leder, was für Produkte, die wir in Europa kaufen, von hier. Wie viel ist dein Outfit wert? Wie viel ist dein Outfit wert? Die Gerbereien liegen in einer ehemaligen Wohngegend und tragen den Beinamen die industrielle Hölle. I should take the drone, right? Boah. Sehr intensiver Gestank. Roy hat für den Daily Star selbst über die Lederindustrie geschrieben, kennt diesen Ort und erklärt die Abläufe. Alter. So, what they do? Sie nehmen das Fell, packen es in dieses Fass. Sie kippen Chemikalien dazu und drehen es. Nach ein paar Stunden nehmen sie es wieder raus und trennen das Fett und andere Dinge ab. They take it out and now they are, you know, reducing those fat and other things from here. Was für Krankheiten kann man hier bekommen? Sie leiden unter Asthma, Verätzungen, regelmäßigem Erbrechen. Das sind die häufigsten Probleme. Dazu kommen Hauterkrankungen. These are mainly thing and then also skin diseases. Seit wann machen Sie diese Arbeit? 30 Jahre. Kannst du fragen, was sie im Monat verdienen? Für so eine Lederhaut 3 Taka. Sie können 500 pro Tag machen. Also 1500 Taka. So 1500 Taka. Die Männer verdienen 16 Euro am Tag mit dieser körperlich harten und extrem gesundheitsschädlichen Arbeit. Thilo wird klar, was mit industrieller Hölle gemeint ist. Man kann sich das immer nicht vorstellen. Um ehrlich zu sein, hatte ich wirklich einen naiven Gedanken, dass man irgendwie die Lederproduktion für den Massenmarkt, dass man steckt vorne eine Kuh rein und hinten kommt eine Lederhandtasche raus. Und so war meine Vorstellung davon. Ich hätte nicht gedacht, dass nackte Männer in Bangladesch mit scharfen, uralten Werkzeugen das Fett von der Haut einer Kuh ziehen. Damit habe ich nicht gerechnet. Ich wusste, es ist schmutzig. Ich hätte nicht gedacht, dass es so schmutzig und so rückständig ist. Die besuchte Anlage ist erst 3 Jahre alt und laut Roy eine der moderneren im Land. In Deutschland gibt es kaum noch Gerbereien. Allein die kostenintensiven Umweltauflagen machen die Produktion weniger wettbewerbsfähig. Bangladeschs Lederindustrie ist nach der Textilindustrie der zweitgrößte Exportzweig des Schwellenlandes. Hier gibt es weniger strenge Vorgaben, auch auf Kosten der Arbeiter.